Die ganze Welt trauert um Prinz Philipp, der Ehemann von Queen Elisabeth II. 94, ist am Freitag im Alter von 99 Jahren friedlich verstorben. Inzwischen hatten sich nicht nur bereits zahlreiche Mitglieder der britischen Königsfamilie, sondern auch unzählige Stars und Politiker zum Tod des Prinzgemahlen geäußert und ihre Anteilnahme ausgesprochen. Und jetzt meldete sich auch Philipps Tochter Prinzessin Anne, 70, in einem rührenden Statement zu Wort. Man weiß, dass es passieren wird, aber man ist nie wirklich darauf vorbereitet, brachte Anne ihre große Trauer jetzt auf Twitter zum Ausdruck und zollte Philipp auf rührende Art und Weise Tribut. Mein Vater war mein Lehrer, mein Unterstützer und mein Kritiker. Aber vor allem sei der Mann der Queen ein gutes Beispiel dafür gewesen, sein Leben erfüllt zu leben und den Dienst im Namen der Krone zu leisten. Aus diesem Grund habe Anne ihrem Vater immer nacheifern wollen. Zudem habe Philipp jeden Menschen stets als eigenständiges Individuum mit besonderen Fähigkeiten betrachtet. Mit dieser Haltung habe er seine ganze wohltätige Arbeit für das Königshaus bereichert. Wir werden ihn vermissen, aber er hinterlässt ein Vermächtnis, das uns alle inspirieren kann, sagte Anne.